Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekirche.de. Diesmal keine Bastelidee, sondern ich möchte euch eigentlich eine App vorstellen, eine Kinder-App. Mache ich ja normalerweise nicht so. Also ist überhaupt nicht mein Gebiet. Aber es ist eine Bastel-App für Kinder und ich finde die so genial, dass ich die euch unbedingt vorstellen muss. Und zwar, die heißt Patterson und Findus Deluxe und ich mache die eigentlich jeden Abend meinen Kindern. Man kann etwas auswählen hier von diesen Bastelsachen und dann hilft dem Vogel zu duschen. Also muss man hier zum Beispiel dem Vogel helfen zu duschen. Dieser Vogel will duschen. Hier oben gibt es einen Schalter, den kann ich jetzt mal einschalten. Dann passiert was, zum Beispiel fällt das Gewicht hier runter. Und jetzt müssen die Kinder mit diesen Dingen hier außen rum versuchen, dem Vogel zu helfen zu duschen. Jetzt muss ich in diesem Fall hier die Windmühle bauen, muss dieses Dings dahin machen. Ich mache es immer so, sie dürfen immer wieder zwischendrin probieren, was passiert. Also dreht sich jetzt die Windmühle. Man muss am Anfang die Teile ein bisschen erklären, was die machen und so. Aber ich finde es vor allem deswegen voll sinnvoll, immer wenn das fertig ist, lasse ich meine Kinder erklären, was passiert. Dann müssen sie sagen, das Gewicht fällt runter, treibt die Windmühle an. Dann muss ich hier diesen Keilriemen einsetzen, diese Wasserstange hier hinmachen und den Duschkopf hinmachen. Dann fällt es runter, treibt die Windmühle, die Wasserpumpe an und dann kann der Vogel duschen. Ich finde es also total cool. Einfach eine zum einen, weil ich gerne bastel und selber Erfinder bin, aber vor allen Dingen auch, weil die Kinder sie müssen sich überlegen, was passiert, wenn. Also wir sollen jetzt dem Findus helfen zu fahren. Der Findus soll jetzt also fahren. Also lasse ich sie jetzt wieder als erstes probieren, was passiert, ein Gewicht fällt runter. Und jetzt wissen sie eben schon, oder so, wie auch immer, nach ein, zwei Spielen haben wir das raus. Dann gibt es hier dieses Teil hier. Jetzt müssen sie sagen, das Gewicht fällt da drauf. Und jetzt gibt es Zahnräder und eben diese Stange für den Findus. Und wieder so ein Seil. Das ist wohl das Falsche. Und jetzt kann man anschalten. Und jetzt passiert es. Also meine Kinder sind 2, 4 und 6. Und die mit 6 und 4 kriegen das schon super hin. Also ich bin begeistert. Ich bin so sehr begeistert, dass ich eben diese App jetzt auch ein Video widme. Das wirklich Coole dran ist, finde ich, für, ich glaube, 3,99 oder 2,99 kriegt man sieht, das sind jeweils 2, 4, 6 Stück und jedes dieser blauen Punkte da oben ist eine Seite, wo man also das alles Mögliche machen kann. Also total cool, das wird auch nicht langweilig, im Gegenteil, es wird dann nachher zum Beispiel beim Feuer machen, finde ich, war es relativ schwierig. Da geht jetzt ein... Also jetzt müssen wir hier unten Feuer machen, das funktioniert so, dass jetzt erst das Seil da oben hinkommt. Dann brauchen wir hier, dann hier diesen Zahnriemen, den Wassereimer und die Kugel muss dann hier drauf und die Kerze dahin. Da haben sie eine Weile rumprobiert, zuerst mal den Wassereimer und dann geht es da runter und dann, genau. Also immer wirklich ganz oft probieren lassen, was passiert und so finden die es Schritt für Schritt raus, dass der Drache das einmacht. Außerdem finde ich es voll süß gemacht. Ganz toll. Okay, weil ich jetzt gerade schon dabei bin, habe ich mir überlegt, ich stelle euch gleich nochmal ein paar Apps vor, die ich selber cool finde. Und zwar, ich wollte euch unbedingt die Feuerwehrmann Sam App noch vorstellen. Ist auch zum Kaufen. Also ich kaufe fast nur Apps, muss ich sagen, weil ich hasse Werbung über alles. Und was sind 2,99? Aber diese App hier finde ich total gut, denn... es sind eigentlich, finde ich, gute Spiele, und zwar gerade bei Verstecken oder so, ist nicht nur irgendwas drauf tippen oder so, sondern man muss auch ein bisschen was sich das überlegen. Genau. Und sie müssen hier einfach auch was suchen, dann da hingucken, wo das ist und den Normen erwischen. Also ich finde solche Apps ziemlich cool, die nicht nur darin bestehen, irgendein Puzzle oder irgendwas anzumalen oder so. Und als drittes würde ich euch gerne die Pixie-App vorstellen. Einfach bei Pixie eingeben und
und danach gucken. Und zwar, das wird schön vorgelesen. Leonie überlegt lange, denn eigentlich fehlt ihr nichts. Also schöne Geschichten sind es. Und es passiert immer was. Also wenn ich drauf drücke. Okay. Hier zum Beispiel, Ohren bewegen sich jetzt. Und nicht nur die Pixie-App, sondern es gibt noch eine App, die heißt Bibel für Kids. Also je nachdem, wer das mag oder nicht mag. Ich bin Christ und ich finde biblische Geschichten total cool. Wenn man da auf Lesen geht, wird es vorgelesen. Das ist jetzt die Weihnachtsgeschichte. Zum einen finde ich die Bilder so cool gemacht, also wirklich cool gemacht. Und wenn man hier drauf drückt, passiert auch noch irgendwas. Genau. Und so kann man die Geschichte auch ein bisschen nacherzählen, wenn es vorgelesen ist. Wann glaubt sie ihm jetzt? Jetzt hat der Engel gerade gesagt, dass sie ein Baby kriegt. Jetzt langt sie sich an den Bauch und so. Richtig cool gemacht. Ich finde schöne Texte. Und ich persönlich finde die biblischen Geschichten einfach wichtig. Und jetzt sieht man eben, dass er was träumt und so. Also ich finde es sehr schön. Genau, diese Apps wollte ich euch einfach kurz vorstellen. Also die Feuerwehrmann Sam App gibt es mehrere. Also ich habe diese Feuerwehrmann Sam App, beide. Dann eben Patterson und Findus. Deswegen mache ich das Video eigentlich, weil ich Patterson und Findus einfach der Hammer finde. Dann diese Pixie Büchle. Und dann die Bibel für Kids wollte ich einfach kurz vorstellen. Es gibt noch von Tales with Gigi, also Geschichten mit oder diese Märchen mit Gigi, finde ich auch noch sehr cool, aber da finde ich die Bilder nicht so schön. Genau. Besucht mich auf www.kreativekirchte.de. Heute mal, wie gesagt, was ganz anderes. Heute keine Bastelidee. Wobei ich finde es mit Patterson und Findus, das gehört schon in meine Kategorie so ein bisschen rein. Gebt das Geld aus, vielleicht auch für euch selber, es macht tierisch Spaß. Genau, besucht mal auf www.kreativekirchte.de und viel Spaß beim Spielen.